Was geht ab, Leute? Wir schauen uns heute mal die seltsamsten und ungewöhnlichsten Betten an, die nicht nur zum Schlafen sind. Also jetzt mal ganz im Ernst, es ist ein vertikales Bett, du schläfst im Stehen? Hä, wie soll man bitteschön im Stehen einschlafen? Ich meine, Leute, jetzt mal ganz im Ernst, wie soll das denn bitte funktionieren? Ich meine, das wäre auf jeden Fall mega lustig, wenn du dann zum Beispiel mit deinen Freunden halt irgendwie nebeneinander mit diesem Bett einfach so chillen kannst. Aber sonst, Leute, ich meine, du schläfst einfach mitten im Stehen. Das ist doch halt absolut lost, Leute, jetzt mal ganz im Ernst. Das ist einfach ein Bett, das ist irgendwie ein Aquarium quasi da drin in der Matratze vermischt. Hä? Wie soll das denn bitte schon funktionieren? Ich meine, überleg mal, du schläfst einfach, ganz entspannte Sache, und du wachst morgens auf und du hast auszusehen einen Fisch getötet. Ey, das wäre doch halt voll scheiße, Mann. Du hast doch auszusehen einen Fisch umgebracht. Einfach so, Leute. Das wäre doch halt voll doof. Ey, aber wenigstens hier sie, die freut sich auf jeden Fall mega, dass die jetzt hier die ganzen Sachen machen kann. Mega, mega cool, Freunde. Oh mein Gott, Leute, also bei dem Bett, da stelle ich mir halt wirklich nur vor, dass man in so einem gefühlten Hamsterrad ist. Und ja, das Ding ist halt einfach, dass wenn du mal irgendwie schlafwandelst oder so, oder dich so ein bisschen beim Bett bewegst oder vielleicht mal andere Aktivitäten darauf machst, dann kann das sein, dass du halt einfach irgendwo runterrollst. Jetzt mal ohne Spaß. Das hier ist das Batman-Bett, Leute. Oh ja, extra für die ganzen Batman-Verrückten unter euch. Ich muss sagen, die Lichter gefallen mir da halt übertrieben gut. Das sieht halt einfach aus, als würde das auch Monte gefallen können. Aber Leute, muss auch sagen, das Batman-Bett ist natürlich für ein gewisses Alter irgendwann nicht mehr so... Ja, muss nicht mehr sein. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass diese Betten hier absolut bequem sind, weil du kannst ja quasi so machen, wie du möchtest. Das sind so Molekular-Kram-Sachen, halt irgendwelche Chemie-Sachen, Leute. Aber es sieht halt wirklich mega gemütlich aus, weil du kannst halt wirklich dein ganzes Bett komplett umstrukturieren zu so einem Sessel, dann zu einer Couch, zu einem richtig coolen anderen Sachen. Und dann kannst du halt einfach deinen Freunden sagen, hey, habt ihr mal Bock auf meinem Molekülbett zu chillen? Dieses Bett schreit mich irgendwie an, als wären die reich. Ich meine, guck mal das Gemälde noch im Hintergrund an. Das ist aber halt einfach irgendwie so ein Bett. Ich glaube, für so ein Baby oder so, ne? Aber nein, das hat ja nicht mal Ecken oder so. Also ich glaube, für ein Baby könnte es nicht so gut sein. Aber Leute, das Ding, dieser Vogel, wie der aussieht. Stell dir vor, du kommst da abends rein, hast so ein bisschen so viel getrunken oder irgendwas, Leute. Und dann siehst du so diesen gruseligen Vogel auf deinem Bett drauf. Ey, ich würde einfach durchdrehen, ohne Spaß, Mann. Für die ganzen Bücherwürmer unter euch, hier hat man einfach mal ein Buch, was aber gleichzeitig auch ein Bett ist. Oder sollte ich eher sagen, ein Bett, was gleichzeitig auch ein Buch ist, Leute? Und da hatten die einfach, guck mal, es ist anscheinend sogar noch ein Bilderbuch, weil da sind noch so kleine Bildersachen so mäßig drin. Da sind dann so Kopfkissen, dann noch andere Decken, kleine Decken und sowas. Also wäre ich ein Bücherwurm, dann würde ich auf jeden Fall nur noch in so einem Bett schlafen, damit ich beweisen kann, dass ich Bücher lese. Auf sowas würde ich locker auch selber kommen, wenn ich irgendwie so umziehe oder so und dann für eine kurze Zeit kein Bett habe. Einfach Pappkartons so drauf machen und ich glaube, das Ding ist sogar gar nicht mal so ungemütlich, Leute. Wenn man da eine Matratze drauflegt, stelle ich mir das gar nicht mal so ungemütlich vor. Weil man kann zum Beispiel auch auf Paletten, auf Holzpaletten auch schlafen und kann sich da sowas richtig, richtig Schickes zusammenbauen, Freunde. Aber mit Pappe, provisorisch einfach. Keine Ahnung, welche Maus da drauf schlafen soll, aber ich denke mal, so ein Ding in groß würde wahrscheinlich Mark Zuckerberg mega, mega gut gefallen. Das wäre ja mal der absolute Traum, wenn ich jetzt ein Kind gewesen wäre. So ein Wandbett, Leute, das ist ja mal voll heftig, Alter. Und auch das hier, das wäre was für mich, so ein Bierfassbett. Also ich könnte schwören, das ist eher so ein Bett für iCrimex. Also würde iCrimex wahrscheinlich gut drin liegen oder IDZock, einer von den beiden. Könnte sich ja auch das Bett da teilen. Muss ich sagen, Jungs, grüße ihn raus. Hey, ich bin IDZock, lass mich hier raus, bitte, bitte. Ja, wenn man anscheinend auf dem Bauernhof oder so lebt und gerne Hühner hält, dann ist das hier das perfekte Bett. Man könnte einfach denken, man ist gerade mit Küken fast geboren wurde, Alter. Ey, wie willst du da bitte schon ordentlich drin schlafen? Ich meine, du kannst dich ja gar nicht richtig drin ausstrecken und ja, dann wird das Kreuz auf jeden Fall richtig, richtig doll wehtun. Ja, ich mag auch Burger, okay? Aber dass man das direkt zum Bett umwandeln muss, muss das denn sein, Leute? Ich meine, hey, komm, ja, wenn man jung ist, ist es cool, aber wenn man ein bisschen älter ist, Leute, man holt man sich doch nicht mal so ein Bett. Also klar, manche Sachen sind nicht nur zum Schlafen so, aber trotzdem, so ein Bett, Leute, muss das sein? Als ob das einfach ein Bett ist, hä? Wie willst du denn da bitte schon ordentlich rein und rausgehen? Ich meine, da musst du die ganze Zeit so rumkrabbeln und so und ich kann dich ja irgendwie oben ranhängen und sonst irgendwas. Also ob das so gemütlich ist und ob das auch wirklich zum Schlafen vielleicht geeignet ist, ich glaube nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Bett, was nicht nur zum Schlafen ist. Leute, ein Hängematte-Bett einfach, was? Ey, ich schwör's euch, wenn ich in der Hängematte liege, dann bin ich absolut im siebten Himmel. Und das noch mit dem Bett verbinden, mit Kisten und einer Decke.
stelle ich mir schon mega cool vor, aber dann hast du auf einmal das Problem, dann willst du dich irgendwie drehen oder so und dann fällst du einfach mitten in der Nacht von deiner Hängematte, Bett, Aktion, irgendwas runter. Hau auf den Like-Button, wenn du auch gerne so ein Bett hättest. Ich glaube, die Person hat Wasserbett einfach viel zu wortwörtlich genommen, Leute. Jetzt mal ohne Spaß. Das ist zum Beispiel mal ein richtig, richtig gutes Bett, wo du einfach ein Aquarium hast, ja? Du hast einfach ein Aquarium um dich herum. Das ist so heftig, Alter. Überleg mal, du chillst in deinem Bett und siehst einfach alle Fische über dir. Und du denkst nur so blub, 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 blub. Ich denke mal, jeder von euch kennt ein Hochbett, aber das, Leute, das ist einfach mal ein dreifach oder vierfach oder fünffach Hochbett. Ich meine, überlegt mal, der erste wird runter, dann dung, 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 dung. Einfach auf den letzten rauf. Ey, ich schwör's euch, ich würde mich da niemals reinsetzen, also, oder beziehungsweise reinlegen. Stell dir vor, du musst immer ganz nach oben klettern und du bist ganz unten und weißt, theoretisch könnte gleich irgendwie der Typ da einfach ganz nach unten auf dich raufknallen. Nein, sowas gibt's nicht wirklich, oder? Einfach ein Sarg als Bett, Leute. Ob das so okay ist, ich weiß ja nicht, aber hey, für so irgendwie so ein Gruselhaus oder so, wo man irgendwie mal eine Nacht übernachten soll, ist das eigentlich ein ganz cooles Gadget. Aber sonst, Leute, ein Sarg als Bett. Nicht über meine Leiche würde ich mich in dieses Bett reinlegen. Überlegt mal, der Stock, der bricht einfach ab und dann bam, seid ihr eingesperrt, weil es nicht hochbekommt, oder ihr kriegt sogar wahrscheinlich noch das Ding auf den Kopf. Also wer das sich gebaut hat, der muss ja wirklich irgendwie Gandalf sein und aus Herr der Ringe oder so kommen, Leute. Oder hier vom Hobbit irgendwo. Weil, Leute, also das Bett, muss ich ehrlicherweise sagen, ist jetzt nicht so, was ich fühlen würde. Oh, einfach so Yin und Yang. Also ich meine, einer kann oben chillen, einer kann unten chillen. Das ist halt mega cool, ne? Aber gleiches Prinzip wie beim Hamsterrad, Leute. Man kann einfach ganz schnell wegrollen. Und wenn du irgendwo in der hohen Etage bist, ja, adios, amigo, ey. Ein Bett, was einfach fliegen kann? Leute, das kann doch, glaube ich, einfach nur irgend so ein komischer Mönch oder so machen. Guck mal hier, der sitzt einfach so, und das Bett fliegt einfach, obwohl man unten nicht einfach dieses kleine Leiste gesehen hat, Leute, dass das Bett gar nicht fliegt. Ich meine, die sieht man auch gar nicht, weil auch gar kein Schatten oder so fällt. Nein. Ein absolutes Traumbett, wäre ich mal wieder 7 Jahre alt, Leute. Einfach ein Wrestling-Ring, Leute, ja. Das ist einfach so ein heftiger Boxring, wo du dann wirklich, überleg mal, du kannst da auch nochmal, einfach ist überhaupt das Teleskop da, Leute. Aber allgemein, du kannst da halt übel so deine Wrestling-Skills drin ausüben mit deinen Kollegen. Bam, 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 absolut. Dann noch ein zweites Bett holen, hast den ganzen Ring einfach geholt. Was ist das bitteschön für ein Bett? Ich meine, guck mal, die liegt da gefühlt schon wieder auf dem Boden. Ich meine, diese ganzen Seile, die halten ja auch gar nicht. Was haben sie sich dabei gedacht, dieses Bett zu entwickeln, Leute? Anscheinend einfach nur, also, nee, sorry, aber absolut, ich sehe da gar keinen Nutzen drin. Ja, wenn man zu viel Geld hat, kann man sich auch so ein Bett holen. Ich meine, wenn ich wirklich richtig viel Geld hätte, Leute, würde ich mir doch irgendwie so ein King-Size-Bett oder so holen. Aber was sind das? Sind das auch goldene, sind das goldene Kopfkissen, Leute, so mit 24 Karat überzogen? Nur weil man viel Geld hat, muss man doch nicht direkt noch ungemütlicher leben, weil man denkt, man muss flexen. Ein Austernbett, Leute. Oha, das heißt, man ist in der Austern einfach die Perle. Ja, und das Ding fällt zu und dann bopp, kommst du auch nie wieder raus, bis dich irgendwer aufreißt und dann stiehlt dich irgendwer, weil du wieder die Perle bist. Alter, das ist zwar nicht unbedingt ein Bett, aber das ist sowas von für ein, also das ist so ein cooler Stuhl, Leute. Du kannst dich ja wirklich da richtig drin reinschillen, kannst dann halt irgendwie noch Fernsehen gucken oder so oder halt noch mit dem Laptop so ein bisschen agieren. Du hast dann noch so ein paar, ja, allgemein so CDs und so und im Hintergrund hast du auch noch einfach irgendwie, ja, hast du auch noch einen Arbeitsplatz, lol, sie habe ich gar nicht gesehen. Leute, also du kannst da wirklich ganz, ganz verrückte Sachen machen und ich muss sagen, der Typ, warum sieht der so aus, Leute? Jetzt mal ganz im Ernst. Eine Bettachterbahn? Leute, was ist denn das bitteschön gerade für ein Bett? Was soll man denn da bitteschön mit machen? Ich meine, es sieht halt mega, mega merkwürdig aus. Solltet ihr jetzt irgendwie in ein Bett eine Achterbahn reinfahren oder... weil am Ende ist da das Kopfkissen. Ist da unten im Endeffekt auch das Fußende? Oder wie läuft das Ganze? Hier halt genau dasselbe. Ist das irgendwie so eine Achterbahnrutsche oder so, Leute? Ich meine, irgendwie Achterbahnrutschenbett. Carrera-Bahnbett. Leute, was ist das bitte schön? Hot Wheels-Bett. Ja, Schlangenbett. Irgendwie sowas. Bist du mal wieder auf dem Trip und denkst so, ich bin sehr, sehr viel wert, dann bau dir doch mal ein Tresorbett. Ja, das bedeutet einfach, dass du nie, Leute, nie mehr geklaut werden kannst mitten in deinem Schlaf. Weil das kenne ich jedes Mal. Wenn ich schlafen gehe, boah, die Einbrecher, ne, die wollen einen einfach klauen. Das kenne ich einfach. Die wollen einen einfach klauen. Ist frech, oder?
Einer der coolsten Betten, die ich jetzt auch hier gesehen habe für die Kinder. Ne? Das ist einfach so ein Haus in einem Haus und du kannst dich da drin richtig einmurmeln. Ne? Also gemütlicher geht, glaube ich, ein Bett auch gar nicht mehr so vom Aussehen her. Ne? Ich meine, guck mal, du kannst dich da reinmurmeln und so. Hast deinen eigenen Shop einfach zu Hause, Leute. Wie cool ist das denn, bitteschön? Das soll es auf jeden Fall gewesen sein von den seltsamsten und ungewöhnlichsten Betten auf der ganzen Welt, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall auf dem Like-Button, auf dem Abo-Button. Wir sind kurz in 500.000 Umländen, Leute. Deswegen haut auf dem Like-Button, auf dem Abo-Button rauf. Und checkt eins von den Videos hier aus, einfach draufklicken. Und abonniert hier diesen Kanal, Leute. Bitte, tut mir den Gefallen. Fast die 500.000.